Vor einigen Tagen habe ich Bodenprobenergebnisse erhalten, die georeferenziert gezogen wurden. Sie wurden unter anderem auf den Humusgehalt analysiert. Und vor 5 Jahren war das schon einmal der Fall. Die Ergebnisse sind interessant, denn ich habe ja, wie man es auf meinem YouTube-Kanal sehen kann, viele Formen von Humusaufbau betrieben, wobei zwar der Humusaufbau nicht unbedingt das Ziel war, sondern die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, aber jegliche Art von Pflanzenwachstum und Grünmasse erzeugt letztendlich auch Humus. Die Ergebnisse sind wie gesagt interessant, denn im Schnitt habe ich den Humusgehalt in diesen 19 Proben von 2,5 auf 3% erhöht. Also 0,5% Punkte. Oder 0,1% Punkte pro Jahr. Doch es ist noch interessanter, genauer einmal hinzuschauen. Denn hier schauen wir einmal auf die Einzelschläge. Aus jedem Schlag oder aus jeder Bewirtschaftungseinheit, die auch aus mehreren Schlägen bestehen kann, sind 2 bis 3 Proben gezogen worden. Schauen wir uns die Ergebnisse der Durchschnittsschläge an. Da haben wir so gut wie keine oder 0,2 bis 0,7% Veränderungen. Dies sind Veränderungen, wie sie sich erklären lassen, wie sie durch Pflanzenwachstum, wie durch Zwischenfruchtanbau entstehen können oder auf dem Schlag, wo wenig Zuwachstum war, wo beispielsweise letzten Herbst nichts gewachsen ist, weil die Schnecken meine Tritikale weggefuttert haben und der Acker den ganzen Winter blach lag. Schwierig wird die Interpretation von den Schlägen, auf denen wir sehr hohe Humuszuwächse haben. Hier haben wir Proben dabei, auf denen von 5 und 4% Humusgehalt auf einmal die Rede ist. Ich weiß nicht, ob hier zufällig in eine Mauseloch in eine Maus gestochen wurde oder Wildschweinlosung mit eingestochen wurde oder ob einfach nur Kalksteine mit in die Probe reingepresst wurden, die das Ergebnis verfälschen. Denn hier ist auffällig, dass von den 3 Proben, die stark nach oben abweichen, 2 auch im pH-Wert gewaltig nach oben abweichen. Des Weiteren weichen diese Werte auch im Kaligehalt gewaltig nach oben ab. Hier ist also organische Substanz mit in die Probe gekommen, die hier eventuell klumpenweise vorgelegen hat. Warum, weiß ich nicht. Ganz spannend wird es dann aber, wenn wir uns die Schläge angucken, auf denen wir ein negatives Humuswachstum haben, sprich einen Humusverlust. Dies ist sehr interessant, da alle 5 Proben von letztendlich 4 Flächen sind, die aber gleichmäßig bewirtschaftet wurden. Und das Merkmal in der gleichmäßigen Bewirtschaftung war, dass hier 2 Jahre in Folge, also im letzten und im vorletzten Jahr, Kleegras gewachsen ist. Dieses Kleegras ist in erster Linie mit Rindergülle gedüngt worden und im letzten Sommer mit der Fräse umgebrochen worden, anschließend auf 20 cm gelockert, mit der Kreiselecke glattgezogen und dann Raps hineingesät worden. Hier liegt der Verdacht nahe, dass sich unter dem Kleegras keine Humusbildung hatte, obwohl die Fläche ganzjährig bewachsen ist. Für mich sind die Ergebnisse sehr interessant und aufschlussreich. Sie sind zu wenig, als dass ich sie jetzt wirklich näher und tiefer interpretieren könnte, als das, was ich so kurz angerissen habe. Aber die Frage ist doch schon enorm. Wie viel die Zwischenfrüchte das mehrmals Wachsen von jungen Pflanzen ausmacht im Verhältnis zum konstanten Wachstum alter Pflanzen oder eines unzureichend bedeckten Acker? Das sind für mich letztendlich die Erklärungssätze, die ich für diese großen Differenzen habe, wenn ich diese 3 Ausreißer nach oben einmal ausklammere.